Uschi! Wie kannst du nur? Verdammt, Uschi! Verdammt! Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge RimWorld Anomaly. Liked und kommentiert gerne das Video, das unterstützt den Kanal. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich heiße euch mal wieder recht herzlich zu RimWorld willkommen. Gar nicht so lange her diesmal. Aber ich hatte einfach irgendwie wieder Lust. Ja, ich weiß nicht. Ich hatte letztes Mal eine sehr gute Zeit. Dementsprechend habe ich mir gedacht, komm, das schreit nach einer sehr zügigen weiteren Runde. Und, ah, es geht schon so geil los. Wir haben das Nashorn. Wir haben das weibliche Nashorn. Geil. Sehr, 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 sehr geil. Das heißt, wir können jetzt eine Nashornzucht starten, Leute. So, du kommst ins Nasenmann-Gedöns. Und dann kriegst du noch einen Namen. Ich habe auch schon einen, glaube ich. Nasenbär. So, das ist Nasenbär. Und Shamble hat's geschafft. Shamble. Ah! Einfach genial. So, nur das Einzige, was mir bei Shamble noch nicht gefällt, ist die Waffe. Das ist mir zu unsicher, ganz ehrlich. Shamble wird sehr wahrscheinlich irgendwann draufgehen oder böse werden oder was auch immer. Dementsprechend möchte ich Shamble jetzt nicht unbedingt einen Einäscherer in die Hand drücken. Du kleine Sacknase von Roboter, du kleiner mieser Drecksack. Hör auf zu räumen. Schluss damit. Verzieh dich. Lass die Waffe in Ruhe. Wage es nicht, Lastenheber 3. Wage es nicht, Lastenheber 2. Das ist Shambles Waffe. So. Erledigt. So. Sehr schön. Dann lassen wir hier mal kurz die Sachen wieder aufbauen. Mr. Pot ist gerade ein bisschen sauer noch. Wobei, nee, er hat's hinter sich, ne? Er schläft jetzt erstmal, aber... Ja, der hat sich ja gerade im Zimmer versteckt, ne? Der arme Mann. Eieiei. Ich überlege gerade, ob ich hier nochmal eine Kopie baue. Damit es noch ein bisschen schneller geht. Was? Sieglinde hat einen Streifen fleischigen Gewebes entdeckt. Er erinnert an menschliche Haut, die durch winzige Metallpartikel... Oh Gott, das ist nicht gut. Grau gefärbt ist. Der Streifen muss von jemandem abgefallen sein, als sich bei ihm Fleisch verflüssigte. Jemand hier ist nicht der, der er vorgibt zu sein. Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Schwindler zu entlarven. Der Interaktionsmodus Gefangene verhören ist nun freigeschaltet. Inhaftiere jemanden und schicke einen Wärter, um ihn nach seiner wahren Identität zu befragen. Dies kann viele Tage dauern. Finde mehr graues Fleisch und analysiere es, um die Biosignatur der Bedrohung zu bestimmen. Benutze dann die Operation Chirurgische Inspektion, um nach dieser Biosignatur zu suchen. Es kann lange dauern, genügend Proben zu sammeln und die Operation ist invasiv. Exekutiere oder verbanne den Verdächtigen. Warnung, einige Parasiten können den Verstand kontrollieren und sogar auf andere übertragen werden. Wir alle wissen ganz genau, von wem das stammt. Wir wissen es. Dementsprechend, du nicht, du. So. Ab ins Kittchen. Sieglinde hat die Analyse der grauen Fleischprobe abgeschlossen. Die Probe trägt die Biosignatur Xenorona. Das hört sich gruselig an. Sieglinde hat Fortschritte bei der Identifizierung dieser Biosignaturen lebenden Subjekten gemacht, benötigt aber noch weitere Proben, um ihre Arbeit abzuschließen. Bis dahin werden deine chirurgischen Inspektionen die Biosignaturen nicht erkennen. Okay. Wir wissen alle, dass es Shamble ist. Wir wissen es. Aber wie kann ich Shamble jetzt... Jetzt verhören. Ah, hier. Verhören. So, lass mal Shamble verhören. Bis zum geht nicht mehr.
Wir wissen ganz genau, dass du es bist, Shamble. Gib es zu! Gib es zu! Sie beschwert sich ja nicht mal, dass er gefangen genommen wurde. Es kann nur Shamble sein. Shamble war auch hier unten. Shamble war zum Forschen eingeteilt. Theoretisch könnte es auch Sieglinde selbst sein, ne? Wir werden es herausfinden. Erstmal eine Partyfahrt. Ey, das Ganze ist mir zu. Du gehst nicht dahin, du gehst zum Tunnelgräber und reparierst den mal. Der Rest darf feiern, du nicht, MacPot. Du nicht. Oh, großartig. Meins hat eine super Zähmung. Geil. Gut, großartig. Meins hat halt auch nur 4 in Zähmen, ne? Aber hey. Kann ich damit einen Timberwolf holen? Stufe 8, Kacke. Stufe 8, Kacke. Stufe 8, Kacke. Ja, das soll ein Esel. Ne? Soll ein Esel machen, das passt schon. Der Esel holt einen Esel. Oh Gott, wie lange dauert das denn? Wie kaputt bist du bitte? Ah, die Antwort ist ja. Er ist sehr kaputt. Er ist sehr, sehr kaputt. Oh, imperialer Händler. Sehr schön. Gucken wir mal. Und danach gehst du hier zum Verhören. Und mach hier mal eine Dings. Eine chirurgische Inspektion, das möchte ich auch machen. Wobei ich glaube, da geht noch nichts, ne? Ich glaube, da geht noch nichts, dazu müssen wir erst noch weiter erforschen. Also verhören. Der Esel trägt den Esel nach Hause, ja. Genau so war das gedacht. So. Mal gucken. Wir verkaufen euch Shamble. Habt ihr Bock auf Shamble? Oh, so viele schöne Sachen. Den Zylinder von Shamble können wir verkaufen. Ah, die Marinerüstung. Ja, wir nehmen eine Marinerüstung mit. Komm. Irgendwas müssen wir mitnehmen. Wie sieht's eigentlich aus? Haben wir hier schon? Nee, haben wir noch nicht, ne? Müssen wir noch umändern. Bei den Leuten haben wir es schon gemacht. Aber bei Dings noch nicht. So, gut, das passt. MacPot muss ich jetzt mal kurz was zu essen holen. Und ich schicke Buche jetzt mal zu Shamble. Geh mal zum Verhör. Ah, jetzt schläft Shamble. Das ist Strategie, glaube ich. Das macht Shamble bewusst so. Okay. Dann geh du mal zum Schnitter. Der muss repariert werden. Und das Opossum schicken wir mal hier hin. Zum Metarm. Mal, die haben... Ah ne, die haben nicht... Doch, die haben Megatadi. Wie schön. Die haben auch Wurmi und Pflaumi im Angebot, aber die geben wir nicht her, haben wir gesagt. Wurmi und Pflaumi bleiben bei uns.
Wir werden Wurmi und Pflaumi niemals hergeben. Wir mögen Wurmi und Pflaumi. Ah, die haben nicht wirklich was da, was wir sonst benötigen würden. Na gut. Kannst du den verhören? Ah, Shamble. Vielleicht ist es auch gar nicht Shamble, aber es ist naheliegend, dass es Shamble ist, ne? Der ist auch ziemlich im Eimer, du. Alter Schwede. Ah, ich glaube, wir brauchen noch wieder ein bisschen Holz. Haben sich Nasenbär und Dings eigentlich schon... Haben die sich schon getroffen? Oh no! Nasenspray hat Rückenschmerzen. Auweia. Hey, ich hab doch das Ding ich hab doch die OP abgeblasen, dachte ich. Ach, hä? Hämogenpaket? Hä? Nee, ich... Ach so, das können wir gleichzeitig machen. Okay, nö, eine Shamble muss nicht. Hier, die kann. Hier könnt ihr reingehen. So, passt. Passt. Das mobbende Kackkind. Ah, Shamble ist wach, Leute. Buche zum Verhör. Wer sind deine Eltern? Wie wurdest du erzogen? Mach sie fertig. Das gibt's ja natürlich nicht zu, die Sau, ne? Das gibt's ja natürlich nicht zu. Mir schon fast gedacht. Irgendwann erwische ich dich noch, du. So, hier, Manni, du könntest dir eigentlich eine geile Rüstung mal anziehen. Die ganze Situation wirkt sehr schämblig. Das ist sehr richtig. Wenn wir jetzt irgendwo außerhalb so ein Stück Fleisch nochmal finden, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass Shamble wahrscheinlich schon Leute infiziert hat. Oder aber es nicht Shamble ist. Das ist dann kritisch. Ich möchte noch eine Sache machen. Ich habe so das Gefühl, das müssen wir machen. Und zwar, damit die zwei, die sollen ja Babys bekommen. Also ich hoffe, dass das klappt, so wie ich mir das vorstelle. Das heißt, ich baue den beiden hier so ein romantisches... Weißt du, so ganz romantisch, so einen romantischen Rückzugsort, wo die sich treffen können und dann können die pimpern und dann ist das total toll. Hoffe ich. Ist der Schnitter fertig repariert? Jawohl, okay. So, und dann können die hier schlafen und ganz romantisch, ne? Es wird sehr ramundisch, du. Wer ist eigentlich fürs Wärtern eingeteilt? Wer ist hier Wärters Echte? McPot und Buche, okay. Ja, da können wir das Opossum auch noch. Das Opossum hat 7, das passt. Würde ich sagen. Oh, Nasenspray will auch jetzt ins Bettchen. Ne? Jawohl. Und morgen geht's dann zur Sache bei euch, habe ich gehört. Jawohl. Ramundisch soll's werden.
Shamble. Tommy und Kanbia. Es war Shamble, Leute. Es war Shamble, wir haben es herausgefunden. Okay, holt die Ghule ran. Opossum, raus. Burn. Oh Gott. Oh Gott, das Viech ist stark. Nochmal. Kacke. Gut, das Opossum ist unsterblich. Da kann nichts passieren, außer man reißt ihm den Kopf ab. Aber... aber wir brauchen die Ghule. Oh nein, oh nein. Uschi, spinnst du? Bist du des verdammten Wahnsinns? Du hast sie rausgelassen, Uschi. Du hast die Schrecken. Du hast die Schrecken rausgelassen. Du hast sie laus. Du hast sie rausgelassen. Uschi. Wie kannst du nur? Verdammt, Uschi. Verdammt. Wir hassen Uschi ab jetzt. Uschi ist doof. Aber bumm, schlabberlabab, macht das, habe ich gehört, oder? Toxo, los. Ah ne, warte, da ist noch. Mach kaputt. Oh, die sind stärker als gedacht, die Metallschrecken. Wir holen Verstärkung. Großartig meins, du kommst mit. Und MacPot. Was ist mit dem Viech los? Warum stirbt das nicht? Jawohl! Okay. Einfangen. Los, fang ein. Und ihr zwei, ihr helft hier unten. Oh, hier ist ein bisschen warm. Es muss jemand zum Löschen kommen. Löschen, 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 löschen. Los. Die Tür muss hier offen bleiben. Sonst wird es hier sehr warm. So, du musst löschen gehen. Löschen, löschen, löschen. Löschen. Hä? Hier brennt's doch noch. Retten. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, die Schrecken sind tot. Sehr gut. Sehr gut. Schandalle verbrennt gerade. Oh, oh no. Raus. Raus, raus, raus. Wie warm ist es da gerade? Ach, 318 Grad, das geht ja noch. Was die immer haben. Die sollen sich doch mal nicht so anstellen hier. Hä, aber was ich nicht verstehe, die Tür ist doch offen. Ne, warte, die lassen wir nicht offen. Warte mal, wir halten die hier auch offen. Und machen jetzt hier so ein bisschen... Zack, aufmachen, offen halten. So. Was eigentlich hier? Reinige Klassen. Jetzt ist Shamble tot, okay. Ja gut, das ist so. Das ist okay. Haben wir noch irgendwo Lösch?
Wir haben hier einen Löschschaumwerfer. Wenn wir den jetzt hier mal kurz reinschmeißen. Ich verstehe das gerade nicht, warum das hier nicht abkühlt. So. Huh. Ihr tötet das eine Viech. Puh.